Wir starten mit dem Hintergrund. Ich verwende einen recht großen Pinsel und streiche ihn immer wieder von oben nach unten. Dann zeichnen wir den Schmetterling mit einer Schablone vor. Im nächsten Schritt malen wir die Blume. Das geht auch wirklich ganz leicht, ihr braucht nur etwas Geduld. Denn wenn eure Blume dreidimensional aussehen soll, brauchen wir insbesondere für das Blüteninnere einige Schichten. Die Blütenblätter male ich dann auch mit Schwarz und Weiß an. Wir beginnen mit einem kleinen Pinsel, das Muster des Schmetterlings auszumalen. Selbstverständlich steht es dir frei, in welchen Farben du deinen Schmetterling malen möchtest. Wenn ihr mit dem Muster zufrieden seid, können wir mit schwarzer Farbe den Umriss des Schmetterlings malen. Fehlen nur noch die bunten Farbspritzer. Dafür lege ich mein Bild flach hin, mit Wasser verdünne ich dann meine Acrylfarbe und dann klopfe ich vorsichtig auf den Pinsel. Und schon ist unser Kunstwerk fertig.